Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ich bin Alex von The Free Jazzer. Ich mache hier den Sound ein bisschen leiser, nicht dass ihr den mithört. Und wir sind in Welt 5 Level 1 stehen geblieben. Die immer nachkommentiert. Seid jetzt irgendwie drei Parts. Und ich habe offscreen ein klitzekleines bisschen geübt, muss ich zugeben. Was man nicht sieht. Erstmal ein Doppel-K.O. einstecken. Naja. Hier unten ist ein Geheimnis. Das habe ich euch schon im letzten Part gezeigt. Mit den Bananen. Erstmal schön verkacken. Man kennt's ja. Ja, dann versuche ich den Typen auszuweichen und rutsche erstmal runter. Ja, das war ärgerlich, aber glaubt mir, es wird noch ärgerlicher in diesem Part. Erstmal wieder Donkey Kong holen, das war auch ziemlich, glaube ich, habe auch gedacht, so scheiße, jetzt trifft der Scheiß auf mich bestimmt wieder mit einem seiner Fässer. Aber das ist glücklicherweise nicht passiert. Den Affen konnte ich diesmal auch die Leviten lesen, ohne selber einen Treffer einzustecken. Ich habe mir gedacht, komm, Secret Task gezeigt, brauchst du es nicht nochmal zeigen. Ja, und jetzt mit dem Fass wollte ich da irgendwie nicht rumspringen. Also habe ich es gelassen. So, tschüss. Noch schnell irgendwie Y. Das ist mein großes Problem, das Y gedrückt halten. Mit Y gedrückt halten kann ich weiter springen und schneller laufen. Ohne Y gedrückt halten bin ich ziemlich am Arsch. Und wenn ich Y drücke, dann macht mein Diddy so ein schönes Rad, schlägt er. Und dann fällt er gerne mal runter. Und hier wurde er von einem Fass getroffen, an der Ferse. Noch eben schnell das Leben holen. Wir wollen hier nicht running out of lives geraten. Und hier bin ich beim letzten Mal gestorben, weil ich kein richtiges Timing hatte. Deswegen habe ich hier lieber nochmal eine Runde abgewartet. Bis das Feuer einmal ganz lange an ist und dann springen, wieder auf den Reifen. Und drauf und jetzt ist das Wiese, das andere Ölfass gibt es, hat eine andere Zeit. Aber das ist egal, denn das Level ist geschafft. Ölfass Boulevard. Und jetzt kommt Trick, Track, Track. Eigentlich ein ziemlich cooles Level. Aber, lass dich überraschen. Es gibt später noch so ein ähnliches Level. Das ist um einiges schwieriger. Sagen wir es mal so. K. Ja, da wollte ich was Cooles versuchen und ist voll in die Hose gegangen. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Aber ich höre glücklicherweise schon Donkey Kong, den ich noch ganz knapp holen konnte. Und da bin ich hier Matrix-mäßig ausgewichen. So ein scheiß Nicky Jr. besiegt. Und Scheiße gebaut. Das O konnte ich aus diesem Grund nicht holen. Ein Nicky Jr., den zweiten, der ist mir aus dem Bild rausgeglitscht. Da ist er nämlich. So, und jetzt. Zack. Nur so ein paar Bananen. Ein kleines Bonus-Level. Nichts Schwieriges. Aber immer etwas. Eigentlich wäre ich da auf dem Boden gelandet, aber ich war zu tief. Ja, ich war zu hoch schon. Diesmal hat das geklappt, was ich vorhatte. Und das war auch ziemlich eng. Also ich hätte auch auf der komischen Biene landen können. Die kleinen, keine Ahnung, die heißen Naughty, glaube ich. Stören uns jetzt hier nicht weiter. Nein, du auch nicht.
Der hat uns allerdings genervt, weil ich versucht habe, du musst irgendwie auf den drauf springen, um dann da oben hinzukommen. Jetzt wird's lustig, jetzt haben wir Diddy Kong vorne. Und kriegen jetzt die ganzen schweren Gegner, die wir mit Diddy nicht besiegen können. Ja, wir halten uns einfach mal am Rand. Ich habe mir das N geholt, keine Ahnung warum. Es kommen die komischen Beißer da. Heißen die Klapptraps oder sowas? Kann das sein? Ich finde, die heißen Klapptrap. Jetzt kommen schon wieder zwei Stück. Da ist unser Lieblingsfreund hier, Mr. Verräteraffe. Die Musik ist cool. Ja, hier Mr. Obermuskelprotz und der fällt runter. Cool, denkt man sich jetzt. Hey, Level geschafft. Was mache ich da? Ja. Ich hätte mich selber schlagen können dafür. Das Level war durch. Es war verdammt nochmal durch. Und jetzt baue ich übrigens wieder Scheiße. Werd da von einer Biene getroffen. Dann versuch's gar nicht erst, Donkey Kong. Niemand können wir den Typen jetzt auf den Kopf springen. Boah, wie ich drauf war, ich mir dachte, ja, geil. Hast du wieder hier grandios hinbekommen. Level geschafft. Du stirbst an der Schwerkraft. Mhm. So wie es sich gehört. Ne. Was soll man machen? Das sind so die Fails, die ich brauche. Und jetzt bin ich hier oben. Hooray. Und ich werde von einem coolen Affen getroffen. Und wir sind wieder mit dir alleine. Und es kommt wieder der Muskelprotz. Versuch gar nicht erst auf ihn drauf zu springen mit dir. Ihr fällt nur runter von dem Ding. Sind jetzt. Kommt wieder dieser scheiß Affe. Hinter dem Affen kann man runterfallen. Da ist ein Secret. Habe ich mir jetzt nicht geholt. Wenn ich in den Fass reingeknallt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich das Spiel in die Ecke geworfen. Ich habe es hier nämlich rumliegen, aber ich spiele es trotzdem auf dem Emulator. Ich hätte das Spiel in die Ecke geworfen und das, den Emulator beendet, genau. So, das ist auch ein ziemlich interessantes Level, weil es ziemlich verglitscht ist, sagen wir es so. Aber ihr werdet das später noch mitbekommen. So, so komischer. Komischer Nicky Jr. Hier ist jetzt nochmal was mit Fahrstuhl, glaube ich. Irgendeine Fahrstuhl-Scheiße. Naja, wegen den Seilen wahrscheinlich. Gehen immer hoch und runter. Gleich werdet ihr sehen, kommen noch Bienen. Also, eine Biene haben wir schon gesehen, aber da kommen noch mehr scheiß Bienen dazu. Und das Bild laggt. Das ist cool. Ja, da bin ich einfach zu weit gesprungen und denke mir so, oh ja, jetzt mach hinne. Holst du noch was raus? Alleine. Verfolgt. Aber da habe ich die Rechnung ohne eine viel zu hohe Decke gemacht. Ich dachte, ich könnte durch die Decke durchspringen, weil das ja bei anderen Leveln auch ging. Hier ist bei der Decke wirklich Ende. Du prallst dann da oben gegen und fällst abrupt runter. Und an dem Seil kann ich mich irgendwie auch noch nicht wirklich festhalten. Jetzt weiß ich, warum es laggt. Ein TV hat sich geöffnet. So, 99 Bananen kommen. Eine scheiß Banane noch. Du hast ein Leben. Leichter gesagt als getan. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Da ist eine Banane. Unser Leben. Die Schlangen, die da aus diesen, Kletter, du aus diesen Schleichduckpassagen kommen, die sind fies. Oh, und ich mache wieder denselben Fehler. Beziehungsweise diesmal mache ich sogar an einer Stelle zwei Fehler und falle direkt ins Bodenlose. Fahrstuhlspiele hieß das Ding.
Diesmal wollte ich es aber schaffen, um an das Seil zu kommen. Genau, ich habe mich ein bisschen geduckt, weil bei mir der Bildschirm schwarz wurde. Und ich komme oben dran. Und was erhalte ich? K. O. N. G. Way. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das geschafft habe. In diesem Let's Play. Naja, wir haben Leben dazu bekommen. Sollte uns auch bitte hilfreich sein, so oft wie wir jetzt schon gestorben sind. Und wir kommen genau dieser Stelle hier wieder raus. Das heißt, es hat uns noch keinen Meter nach vorne gebracht. Sogar nur ein paar Meter zurück. Ja. Tragisch, tragisch. Ich habe so ein bisschen Angst, weil die Schlange da unten, genau die da, die spawnt nämlich teilweise richtig asozial. Die spawnt dann, kommt dann erst rausgekrochen, wenn du gerade landest. Und dann kriegt sie dir hier direkt an den Fuß und du bist tot. Tja. Wieder so ein paar scheiß Bienen. Habe ich eigentlich das Mittelpunkt fast in diesem Level erreicht? Also könnte ich jetzt sicher sein, dass ich das Level wahrscheinlich nicht geschafft habe. Doch, den Mittelpunkt habe ich erreicht. Wenn auch nur ganz knapp. Jetzt habe ich anscheinend irgendwas in irgendeiner Technik herausgefunden, wie das funktioniert. Und ich höre da unten Didi. Normal gehe ich da nicht runter. Ich hatte keinen Bock, jetzt hier alleine dieses Level zu rasen. Weil dann direkt Sense ist, wenn ich einmal getroffen werde. Also so ein kleiner Didikung ist dann doch gut. Vor allem für die Passage hier, die ich auch direkt mit Didi machen will. Immer schön langsam. Und runter. Und komm direkt wieder so eine scheiß Schlange. So, und hier haben wir diesen coolen Necki. Und diesmal treffe ich ihn ganz knapp und sehe, hier war direkt das Mittelpunktfass. So, und jetzt geht die Fahrstuhl-Scheiße los. Okay. Da ist wieder so ein verdammter Necki. Ich habe versucht, das Fass mitzunehmen. Was auch relativ gut geklappt hat, aber nicht für das ich es mir vorgestellt hatte. Denn hier gab es ein neues Fass. Okay, dachte ich mir, nimmst das Fass und mach's weiter, die Scheiße. Das hier war jetzt ziemlich knapp. Ich hab gedacht, yay. Kein Secret. Verdammte Scheiße. Hier, Biene, stirb. Okay, wenn da eine Biene ist, die da irgendwas bewacht, muss da unten bestimmt irgendwas voll Cooles sein, hab ich mir gedacht. Und war es nicht. Und wir glitschen uns natürlich durch das Ding durch. Ich habe gesehen, es war schon im Bild und wir sind trotzdem durchgefallen.